la posta di sole by Marcella. Das ist die Inge, das ist die Ulla, das sind unsere Nachbarn und dahinter sitzen wir. Und das sind auch Deutsche, das sind die Franzosen und so. Und die schauen alle nach dem Sonnenuntergang. Und jetzt drehen wir uns um und schauen uns die hässliche Küste an. Da rauscht es und donnert es. Und wenn wir ganz nach hinten schauen, irgendwann komme ich hin, dann sehen wir Gallipoli. Warte einen Augenblick. Das da hinten da. Ne, immer noch nicht. Das da. Ne, immer noch nicht. Das ist Gallipoli. Gallipoli. Die erste große griechische Siedlung an dieser Ecke. Und das ist das Meer. Das wackelt ein bisschen, weil wir auch geschifft haben. Und jetzt gehen wir wieder zum Sonnenuntergang. Seht ihr, da geht die Sonne unter. Da geht sie runter. So. Augusto. Jenny ärgern. Wenn sie das sieht, dann wird sie sich ärgern. Das ist nämlich ein Sonnenuntergang, wie man einen Sonnenuntergang sieht. Gleich kommt der blaue Blitz. Ich wackel so, weil mich die Ulla kitzelt. Jetzt müsst ihr gleich aufpassen. Nach dem letzten Sonnenstrahl kommt der blaue Blitz. Zumindest am Pazifik. Und das ist hier Richtung Sizilien. Auch sieht man was von der Sonne. Und jetzt hat ihn das Meer schon fast verschluckt. Und jetzt werden wir sehen, ob er morgen aufgeht. Ich sehe immer noch was. Ich gehe ein bisschen weiter rauf. Seht ihr? Ja, da ist er noch. Und jetzt ist er weg und dafür ist es schön rot. Aber jetzt müsste endlich der blaue Blitz kommen. Warum kommt er nicht? Der blaue Blitz. Und morgen geht dann die Sonne unter. Eigentlich gut. Schön, nicht? Und jetzt ist es verschwunden. Ciao, wunderbar.